Herzlich willkommen hier in Freiburg bei Mount 7. Heute haben wir ein ganz besonderes Rad für euch, nämlich das ZHT5, Cervelos erstes Mountainbike. Und unser Kollege Linus hatte die Möglichkeit, dieses Rad für euch zu testen. Viel Spaß! Linus, vielen Dank, dass du heute da bist. Wir wollen als erstes ein bisschen was von dir erfahren. Was machst du denn so hier bei Mount 7? Ich bin seit 3 Jahren Mechaniker bei Mount 7 und fahre seit ich 6 bin Mountainbike und habe dann relativ schnell angefangen Rennen zu fahren. Das waren eigentlich Cross-Country-Rennen in der Region und dann später auch die Bundesliga. Hast du da mal einen großen Erfolg gehabt? So? Ja, so einen richtig großen Erfolg nicht, weil immer ein bisschen trainingsfaul vielleicht. Ich wurde einmal 7. beim Hainrennen, das war so das Beste, was ich hatte. Und Top 10 Platz. Genau, sonst war es meistens so Platz 15 bis 20 rum. Ja, aber auch gut. Und du gibst ja dein Wissen und deine Technik auch weiter an Jugendliche und Kinder. Du machst. Genau, ich mache immer ein Fahrtechniktraining in Freiburg, vom Mountainbike-Verein Freiburg. Das ist immer mittwochs jetzt meine Gruppe. Das sind schon Jugendliche, keine Kinder mehr, 17 bis 18. Und da geht es ein bisschen darum, dass sie Spaß haben auf dem Fahrrad, ich denen ein bisschen Technik beibringen kann mit Spiel und Spaß. Und ich probiere das Ganze irgendwie ohne Zwänge zu gestalten, dass wir einfach so ein bisschen ausfahren, ein bisschen so eigentlich wie ausfahren mit Freunden, nur dass halt so ein bisschen technischer Aspekt noch dahinter steht, man mal ein paar Übungen macht, mal ein paar Linien anguckt. Genau. Linus, lass uns doch mal ein bisschen über das Fahrrad sprechen. Du bist es ja für uns gefahren und für euch gefahren und erzähl doch mal, was ist das eigentlich für ein Fahrrad? Das Cervelo ZHT5, das ist ein reinrassiges Race Hardtail. Das kommt mit 100 mm Federweg an der Front. Ich bin das hier in der XX1 Access Variante gefahren. Das ist die Top-Ausstattung für knapp 10.000 Euro. Stolzer Preis. Stolzer Preis für ein Hardtail, ja. Das hat Carbon-Laufräder, das hat keine Dropper-Seatpost. Das ist gewollt so von Cervelo, weil die Carbon-Sattelstütze ein bisschen mehr flext. Kann man aber leicht nachrüsten. Und leichter ist, oder? Ist auch leichter, natürlich, genau. Es ist allerdings ein 30,9 mm Standard, sodass die ganz leicht nachrüstbar wäre. Und die Leitung ist sehr einfach zu verlegen und auch alle nötigen Öffnungen sind schon im Rahmen vorhanden. Sonst ist es von der Geometrie her ein Rad, das eher konservativ ist. Das ist nicht wahnsinnig modern, es ist aber auch nicht veraltet. Ich würde so ungefähr im Mittelfeld ansiedeln. Es hat einen normal langen Reach, ein bisschen kürzere Kettenstreben, was es ein bisschen agiler machen soll und einen relativ steilen Lenkwinkel, was sich vor allem dann auf schnellen Passagen in der Ebene oder bergauf bemerkbar macht. Okay, cool. Wie kommt es eigentlich, dass Cervelo ja eigentlich Spezialist für Rennräder jetzt auf einmal Mountainbikes baut? Genau, Cervelo sehr bekannt aus dem Rennradbereich. In der Allgemeinheit der Fahrradsport ändert sich momentan sehr stark. Man hat nicht mehr so diese Spezialisten, die nur noch eine Sache können, sondern mit zum Beispiel Tom Pidcock, Wout van Aert, Mathieu van der Poel kommen immer mehr Fahrer, die ein breites Spektrum abdecken, die viel können, die Crossrennen fahren, die Cross-Country-Rennen fahren, die Marathon fahren können, die auch Rennrad fahren. Und da hat sich Cervelo natürlich nicht lumpen lassen und hat gesagt, gut, wir ziehen da mit und wir erweitern unser Portfolio und bringen jetzt auch Mountainbikes raus. Cool, also dass man halt für Athleten, die dann auch in den Disziplinen fahren wollen, auch ein eigenes Rad quasi hat. Genau, und sie haben auch eigene Athleten, wie zum Beispiel Milan Wada, der früher aus dem Cross-Country kam, den sie dann angeheuert haben zum Rennradfahren, der jetzt wieder beides macht, im Team Jumbo-Visma mit dem eigenen Fahrrad dann. Erzähl doch mal, wie hat sich das Rad gefahren? Wie schon erwähnt, das Fahrrad ist ein reines Race-Hardtail und das wurde auch sofort klar. Schon beim Losfahren auf dem Flachen hat man gemerkt, das hat richtig Zug. Sobald man da reintritt, da ist Kraftübertragung da. Wenn es dann bergauf geht, ist es in der Liga, in der eigenen Liga. Das geht einfach vorwärts. Das Rad ist relativ leicht, es wiegt unter 9 Kilo in Rahmengröße L. Es hat die Carbon-Laufräder von Reserve. Es ist ein reinrassiges Race Hardtail, das richtig gepusht werden will, wo man richtig Druck drauf geben kann und es dann auch richtig Vortrieb generiert. Wo zu sagen, ist das Rad am besten zu Hause? Ich würde sagen, das Rad macht sich sehr gut, wenn es schnell ist, auf der Ebene ist es sehr stark. Und wenn man Trails bergauf fährt oder auch steilere Anstiege, dann kann man richtig drücken und fühlt sich richtig wohl auf dem Rad.
Das kommt auch unter anderem dadurch, dass die Sitzposition nicht ganz so extrem ist wie bei anderen Race-Hardtails und man allgemein so ein bisschen entspannter drauf sitzen kann, was vielen Leuten vermutlich hilft, da mehr Druck aufs Pedal zu kriegen. Gibt es irgendein Feature an dem Rad, wo du sagst, das ist besonders gut gelungen oder das hat dir besonders gut gefallen? Was mir tatsächlich am besten gefallen hat, war der Rahmen. Wir haben das in Schwarz bekommen und der Rahmen, der hat so Farbpigmente drin, die dann so in der Sonne glitzern und diesem schwarzen Rahmen so ein bisschen was Plastisches verleihen. Das hat mir sehr gut gefallen. Und sonst fand ich sehr positiv, dass das ganze Fahrrad sich relativ entspannt fahren konnte bergauf. Es war irgendwie, es hat viel geflext, aber in einer guten Weise geflext. Das kommt dadurch, dass der Hinterbau sehr agil ist, so eine dünne Streben verwendet, die Carbon-Sattelstütze macht das Fahrrad sehr angenehm zu fahren. Wie findest du die Zugverlegung? Die ist ja letztlich vorne über die Dust Cap in das Steuerrohr gemacht. Ja. Das ist ja streitbar, das machen ja viele jetzt auch so. Wie findest du, ist das gelöst bei diesem Bike? Das ist bei dem Bike sehr gut gelöst. Das ist eine relativ neue Sache, die jetzt alle Hersteller benutzen. Ich als Mechaniker finde es natürlich gar nicht gut, weil es einfach mit gewissen Problemen kommt, wenn man an dem Fahrrad schrauben will. Ja. Macht das viele Sachen sehr umständlich. Als Endkunde ist es aber natürlich, hat man dieses Problem im Normalfall nicht. Und dann sieht es cleaner aus. Dann sieht es cleaner aus. Man kann die Züge auf die gleiche Länge kürzen, weil sie dadurch, dass sie in den Steuersatz laufen, wird nie an den Zügen gezogen. Ja. Das heißt, man, wenn der Lenker sich verdreht oder so, reißen keine Züge mehr ab. Das ist auf jeden Fall ein positives Vorzuheben davon. Ja, ja, cool. Du warst ja schon mal hier und du weißt, wir fragen ganz oft nach den Pure Moments, weil wir die ganz wichtig finden bei Mount 7 und teilen die auch immer gerne. Gibt es einen, den du noch nicht erzählt hast oder den du noch gerne erzählen willst? Was war denn für dich in letzter Zeit ein richtig schöner Moment mit dem Fahrrad? Ein richtig schöner Moment mit dem Fahrrad war, als ich mit Freunden unterwegs war in den Vogesen in Frankreich und wir Trails gefahren sind und wir kannten alle die Trails noch nicht und irgendwann hat er einfach die Bremse aufgelassen und ich hinterher und meine Freundin hinterher und alle irgendwie total on Hype und unten rausgekommen und waren irgendwie total glücklich, weil es irgendwie so toll war, mal auf anderen Trails zu fahren und mal wieder was Neues auszuprobieren. Cool. Danke. Linus, wichtige Frage, die wir immer stellen. Für wen würdest du sagen, ist dieses Fahrrad perfekt geeignet? Ja, ich glaube, dass das Fahrrad eine sehr kleine Zielgruppe anspricht. Das liegt einerseits daran, dass es ein Race-Hardtail ist und die Race-Hardtails sind ein bisschen außer Mode gekommen, weil die Race-Fullies einfach so gut geworden sind und so leicht und stabil und steif, dass kaum noch jemand Race-Hardtails fährt. Deswegen ist es schon mal eine kleine Zielgruppe, würde ich sagen. Und von denen würde ich sagen, ist es auf jeden Fall ein Fahrrad für Leute, die ein Race-Hardtail wollen, das nicht so mega sportlich ist, dass man quasi mit dem Lenker fast auf dem Vorderrad hängt, sondern ein bisschen entspannter auf dem Fahrrad sitzen kann und dann trotzdem über auch längere Zeiträume richtig Gas geben kann. Und Leute, die dieses Fahrrad vor allem schnell fahren wollen, viel bergauf fahren wollen und nicht so den Fokus auf Singletrails oder härtere Abfahrten liegen. Wie würdest du denn die Bergabqualitäten beschreiben? Also wie würdest du, bergauf hast du schon erzählt, dass es richtig gut fährt. Wie fährt sich das Rad denn bergab? Man merkt auf jeden Fall, dass das Rad für bergauf gemacht wurde und weniger für bergab. Man hat probiert, da aber ein bisschen Komfort reinzubringen. Man hat zum Beispiel die Laufräder, das sind 28 mm Felgeninnenweite, das ist relativ breit. Das sorgt dafür, dass man breite Reifen fahren kann, in dem Fall 2,4 Zoll Reifen von Max. Das sind so Ballonreifen, die haben sehr guten Support, die sind so ein bisschen bouncy, das fühlt sich immer sehr, sehr gut an. Man kann es mit relativ wenig Druck fahren, was Grip generiert und die ganze Sache ein bisschen angenehmer macht. Sehr ungewöhnlich für einen Race Hardtail ist der Lenker. Der ist 760 mm breit von Raceface und kommt mit einem Rise. Normalerweise hat man immer diese geraden Stangen an einem Hardtail. Ja. Und man hat einen relativ hohen Lenker. Das heißt, selbst wenn man den Vorbau ganz runterstellt, ist der Lenker immer noch relativ hoch für einen Hardtail, was dafür sorgt, dass man ein bisschen besser in steileren Passagen damit fahren kann. Mhm. Aber trotzdem ist es natürlich ein Fahrrad, das will bergauf gefahren werden und nicht bergab auf Geschwindigkeit. Ja. Jemandem empfehlen im Verkauf, der halt einfach ein schnelles Bike sucht, effizient bergauf fahren will, hauptsächlich damit und genau, ein bisschen was im Geldbeutel auch hat. Ja, wäre von Vorteil. Ja. Okay, ja, merci, danke, dass du da warst und dass du das Rad für uns getestet hast. Sehr gerne. Wenn ihr mehr über das Fahrrad wissen möchtet, dann schaut gerne in die Videobeschreibung. Da haben wir euch alle Modellvarianten verlinkt, auch gerne auf die Webseite schauen.
www.mount7.com. Und falls euch das Format gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von uns, dann abonniert gerne den Kanal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.